es war ganz schwierig, auch überhaupt die Leute vor die Kamera zu bekommen, die wir dann jetzt vor der Kamera hatten. Da musste ich sehr viele Vorgespräche führen, sehr viel Vertrauen aufbauen. Es ist ja auch so, dass sich im Fall Beltracchi auch viele Opfer gar nicht gemeldet haben, obwohl sie dazu aufgefordert wurden im Rahmen eines Überwältigungsvergleichsverfahrens. Das hat was mit Scham zu tun, das hat auch was damit, also man, es gibt halt viele, die sagen, ich will gar nicht mit dem Fall genannt und in Erscheinung treten. Also, ich sag jetzt mal, wenn man im Kunstbetrieb tätig ist, in welcher Funktion auch immer, will man nicht, dass darauf rumgeritten wird, dass man sich hat linken lassen, dass man ein falsches Urteil über ein Gemälde getroffen hat, dass man eine Fälschung in Umlauf gebracht hat, auch wenn man es nicht wusste. Also das ist einfach aus deren Sicht geschäftsschädigend. Und ich glaube, es wird auch ein bisschen totgeschwiegen. Also ich finde, im Kunstmarkt ist sowieso so eine Tendenz, dass der Beltracchi, der wird entweder verteufelt oder zum Genie erhoben. Und das ist ja eine interessante Strategie. Also wenn ich das mit dem Teufel zu tun habe oder mit dem Genie, dann kann ich ja nichts dafür. Da habe ich nichts falsch gemacht. Da bin ich ja machtlos. Also sich jetzt mit Beltracchi mal auseinanderversetzen als zwar besonders versierten und besonders pfiffigen, aber am Ende doch ganz normalen Fälscher, müsste ja zu einer selbstkritischen Auseinandersetzung des Kunstmarktes mit diesem Fall führen. Und zu einer Auseinandersetzung damit, was müssen wir vielleicht ändern, wenn wir das künftig, wenn wir künftigen Beltracchis die Tür nicht ganz so weit aufmachen. Ich habe zum Beispiel einen Kunsthändler gefragt, warum macht ihr nicht eigentlich bei jedem Bild ein naturwissenschaftliches Gutachten, wenn es um eine Million oder mehr geht. Dann sagt er mir allen erstes, es ist zu teuer. Die kosten 2000 Euro. Das muss ich machen, wenn ich ein Einfamilienhaus für, keine Ahnung, 200.000 Euro kaufe, schickt mir die Sparkasse einen Gutachter vorbei und das kostet etwa genauso viel. Das ist auch nicht teuer, 2.000 Euro im Verhältnis zu 10 Millionen. Naja, aber wenn wir so ein Evening Sale haben in London, werden so viele Bilder auf einmal verkauft, die können wir nicht alle untersuchen lassen. Dann sage ich auch so, das ist so, wie wenn Sie Ihrer Frau in der Vorweihnachtszeit eine Rolex kaufen, ja, und im Januar stellen Sie fest, das ist leider eine chinesische Kopie und kein Original. Dann sagt Ihnen der Juwelier, ja, hören Sie mal, wissen Sie, wie viele Uhren wir an Weihnachten verkaufen, können wir nicht alle überprüfen. Das ist schon absurd, mit welchen Argumenten da gearbeitet wird. Es gibt wohl tatsächlich, das ist real, einen Engpass. Es gibt nicht genug Laboratorien, um das im großen Stil zu machen. Es gibt auch verschiedene Methoden, die auch unterschiedlich sicher sind. Aber es hat ja, da muss ich einfach mal so sagen, Max Ernst ist tot, Heinrich Kampendonk ist tot, Derain ist tot. Also da kommen ja keine neuen Bilder mehr auf den Markt. Also, die malen ja nicht mehr. Aber es gibt eine immense Nachfrage. Und das heißt, also ich würde niemandem unterstellen, dass er bewusst Fälschung in den Markt bringt, außer jetzt dem Fälscher selbst. Aber es hat auch keiner ein Interesse, diese Bilder zu entlarven, wenn sie dann oft auftauchen. Also es haben alle was davon, wenn es keine Fälschung ist. Es hat niemand was davon, wenn es eine ist. Und das ist natürlich schon ein systemimmanentes Problem, denke ich. Eine gewisse Fahrlässigkeit im Umgang scheint mir schon da zu sein. Aber das muss man sich auch von Fall zu Fall wirklich genau hingucken, wer da was gemacht hat und wer da was vor allem nicht gemacht hat. Nur, da taucht plötzlich aus heiterem Himmel eine Sammlung auf. Und da hat noch nie jemand gehört. Und in der Sammlung befinden sich ausschließlich spektakuläre Meisterwerke und ausschließlich verschollene Werke. Also ich meine, Sie sind Journalist. Jeder würde doch erstmal den Impuls haben, da mal nachzufragen. Und das finde ich unfassbar. Ja, also, es fragt keiner nach. Es fragt einfach keiner nach. Ein verschollenes Werk nach dem anderen. In der ganzen Sammlung ist nicht ein Bild, das man irgendwo gehangen hat und bildlich dokumentiert ist. Es sind nur verschollene und nur Meisterwerke. Also das muss man doch mal die Frage stellen. Ja. Und da wird dann fröhlich gehandelt. Also Fahrlässigkeit kann man da, glaube ich, schon mal, den Vorwurf müssen Sie sich dann, glaube ich, schon gefallen lassen. Ja.